Face Effects und wir wollen, dass bessere Politiker gewählt werden. Aber bevor wir zur Idee kommen, lasst uns kurz über die Inspiration gehen. Das ist Axel Voss. Er war damals maßgeblich beteiligt an Artikel 13, mit der Urheberrecht im Internet gesetzt wurde. Während damals Tausende gegen mögliche Upload-Bilder auf die Straße gegangen sind und Axel Voss selbst zum Meme geworden ist, haben wir uns vor allen Dingen gewundert, wer das eigentlich ist. Wie kann es sein, dass ein Politiker, von dem wir vorher gar nicht wussten, dass er existiert, so viel Macht hat? Also haben wir ein bisschen angefangen zu recherchieren und uns wurde sehr schnell klar, dass wir eigentlich grundsätzlich wenig Ahnung haben, wer so alles im Parlament sitzt. Leider sind wir nicht allein. Die wenigsten Deutschen kennen ihren Direktkandidaten im Bundestag, geschweige denn Kandidaten mit zwei Stimmen auf Landeslisten. Das Problem ist, wenn du nicht weißt, wer dich repräsentiert, kannst du auch nicht wissen, wofür er steht und wer ihn beeinflusst. Und im Zweifel ist jemand, den du gar nicht kennst, auch nicht die beste Repräsentation, die du kriegen kannst. Deshalb haben wir Face Detect. Face Detect ist eine Wahl-App, die alle wichtigen Informationen über einen Kandidaten direkt am Wahlplakat sichtbar macht. Dafür gehst du einfach auf unsere Website, richtest deine Handykamera auf das Plakat, das du scannen willst. Die App erkennt dann die Person da drauf und gibt dir eine Übersicht über das Abstimmungsverhalten, dass du dann nochmal zum Beispiel nach Themen filtern kannst, nach Übereinstimmung mit anderen Fraktionen oder dir anschauen kannst, warum ein Abgeordneter eine bestimmte Entscheidung hat. Außerdem zeigen wir die Kontroversen, die er verstrickt war und bekannte Nebentätigkeiten, die er ausübt. Das Beste an der ganzen Sache ist aber, dass all diese Informationen frei verfügbar sind. Wir tragen sie nur zusammen und bereiten sie besser auf. Dinge wie das Abstimmungsverhalten, aber auch Lebenslauf und bekannte Nebentätigkeiten in der Bundesliga. Wahlchancen bekommen wir von Prognosen und Ergebnissen der letzten Wahl. Das Einzige, wo wir ein bisschen redaktionell werden müssen, sind die Kontroversen. Im Moment gehen wir da so vor, dass wir schauen, wann am meisten über einen Abgeordneten gegoogelt wurde und das dann abgleichen mit Artikeln in den Leitmedien. Die featuren wir dann in der App, um den User eine Übersicht zu geben. Unser Team besteht zurzeit aus 6 Leuten und ursprünglich wollten wir eigentlich zur Bundestagswahl 2021 launchen. Aber weil nächstes Jahr Superwahljahr ist, haben wir uns entschieden, schon im April dabei zu sein, sodass man Face-to-Facts schon bei 4 Landtagswahlen benutzen kann. Damit Face-to-Facts aber nicht nur eine Lösung für Deutschland wird, sondern überall auf der Welt eingesetzt werden kann, entwickeln wir von Anfang an Open Source und Non-Profit und wollen das ganze Projekt mittelfristig eine Community nach dem Vorbild von Wikimedia. So können wir Menschen überall auf der Welt helfen, bessere Politiker zu werden. Vielen Dank.